Hallo Leute, ein neues Display steht vor der Tür und wie ihr vielleicht schon am Titel unschwer erkennen könnt, es ist ein neuer Ghouls and Ghosts Teil. Ja, jeder der Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins kennt, weiß, wie kacke schwierig diese Spielereihe ist. Nun ja, dies ist nun der Vorgänger des Super Ghouls and Ghosts und ja, er heißt Ghouls and Ghosts und weil er keinen Vortitel hat, sowas wie Super oder Ultra Ghouls and Ghosts, heißt es nicht, dass es unbedingt schlechter oder schlechter wird, es ist einfach nur, ich glaube, den Spielentwickler hat einfach den Mut gefunden, irgendwie das in ein Wort zu definieren, wie scheiße dieses Spiel ist. Das ist wirklich, glaube ich, der schwerste Teil der Serie und ich werde mich jetzt daran setzen, das Spiel durchzuspielen, ja. Es wird sehr schmerzhaft sein und ich hoffe, ihr könnt das mit mir durchstehen. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf und ich sage, es kann losgehen mit Ghouls and Ghosts. Sega, ja, ganz genau, Leute, ganz genau. Der einzige Teil, der für Sega erschien. Ghouls and Ghosts. Oh Mann, ey, was tue ich nur? Oh, die Maus. Oh Gott, nur Fehler. Okay, ich glaube, ich begehe einen schweren Fehler. Aber was soll's. Fangen wir einfach mal direkt an. Ghouls and Ghosts, wie soll man das erklären? Oder die ganze Spielreihe, oder oh, fängt schon das Intro wieder an, was ich gar nicht sehen will, so. Ein Spieler, zwei Spieler, ein Spieler. So, warte, stimmt. Welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir? Practice. Ja, ich glaube, das wird schon ziemlich hart genug sein. Und da klingelt das Telefon. Die Zeichen stehen doch schon eindeutig fest. Man will mich davon abhalten, dass ich dieses Spiel spiele. Aber nein, ich werde es tun müssen. Ah, ich brauche diesen Schmerz wieder. Okay, los geht's. Ja, am Anfang geht es gut. In Ghost, was ich teile, sieht man die Karte erstmal. Und dann fängt es auch direkt an. Wie ist ein Arthur? Wir haben eine Rüstung an. Wir können, am Anfang haben wir immer diese Lanzenwaffe. Und das ist ein Sensenmann. Hallo, stirb. Stirb. Und ja, in diesem Teil können wir nach oben, nach unten, links und rechts unten werfen, aber dafür haben wir keinen Doppelsprung. Boah, muss einmal schlucken, so. Entschuldigung. Ich darf doch wohl noch schlucken. Ich meine jedenfalls, wir haben sozusagen, oh Gott, oh, was, nein! Wie es hier schon anfängt, mein Gott, ey. Okay, so, jetzt hier mal pro-mäßig, okay. Okay, ich bin tot. Ja, das ging ein bisschen sehr schnell und sehr noobig, aber das kommt nur, weil ich erklären musste. Ich kann nicht spielen und erklären. Nein, das geht nicht. Okay, es wird wieder eine sehr spaßige Tour, vor allem, weil wir immer die Karte gucken müssen, während wir sterben und das regt mich jetzt schon auf. So, stirb hier. Eigentlich müsste es dadurch, dass wir nach oben, unten, links, rechts, was ich schießen kann, eigentlich auch ein bisschen leichter sein. Wir können zwar nicht mehr Doppelsprung machen, aber oh, wir werden es schon überall. Oh Gott, geh weg. Und man merkt schon, dass das Spiel scheißer wird, weil wir einfach, oh, das Schwert, ich muss noch was dazu sagen, das Schwert ist die einzige Nahkampfwaffe in diesem Spiel, in jedem Teil, es gibt immer nur Waffen, die man, ja, werfen kann, und das Schwert ist in diesem Teil, es gibt es nur in diesem Teil, die einzige Nahkampfwaffe, das finde ich mal richtig genial, vor allem haut das auch voll rein. Stirb, Geier, jetzt sind wir ein richtiger Ritter, cool, so, okay, bis jetzt geht's ja noch. Oh Gott, was war das? Ein Kopf ist gegen uns. Wow, da fliegen Köpfe. Okay. Okay, eine Pflanze schießt Köpfe. Das sind komische. Oh, Sensendinger. Klapp den Kopf weg. Dinger. Miau, miau, miau. Durch hier. Stirb! Okay. Oh Gott, ein Geierschwarm. Geh weg! Walalala. Kommt her, Mann. Walalala. Walalala. Stellt euch alle auf. Das ist total genial, ohne Witz. Ich finde sie jetzt schon so geil. Ich will dieses Spiel jetzt mit dieser Waffe durchspielen. Oh Gott, und diese Sprünge sind immer noch so scheiße. Das heißt, ihr springt ganz... ja, wie soll man sagen? Wenn ihr springt, dann seid ihr gesprungen. Und kein Widerrede, sozusagen. Da sind irgendwelche kleinen Wirbel... Oh, Sturm! What the fuck? Geh weg! Ah, ich schlitze dich auf! Oh, nein! So eine Scheiße. Oh, was ist da drinne? Rüstung, 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 Rüstung! Oh, ein Magier. Stirb! Okay, sehr briesig, so in Boxershorts durch so einen Sturm zu laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stirb! Oh Gott, geh weg! Meine Fresse, diese Sprünge sind echt etwas, was das Spiel ziemlich... Oh, die Rüstung, cool! Das Spiel um einiges schwerer macht. Stirb, Pflanze! Stirb, Pflanzen, mehr! Stirbt alle Pflanzen, bitte! Gehen wir hier hoch, oh Gott! Oh, das Schwert ist geil. Oh Gott. Oh, ich bin hier oben. Cool. Oh Gott, kotzende Oger. Ich kenne diese Gegner nicht. Nein, nein, nein.
Oh Gott. Oh Gott, ich möchte lauter aufdrehen. Da ich mich etwas weiter zurückgelehnt habe und nicht so nah neben meinen Boxen sitze. Wie ich jetzt sonst... Oh, stirb, Oga! Ich habe ein Schwert, Walla! Ich werde nicht mehr weglaufen von dir. Oh, oh Gott, geh weg. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, Musik verändert sich. Oh Gott, was ist das? Oh, stirb mein Schwert! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Böse! Böse! Okay, okay. Okay, wir können es wegklicken. Das ist cool. Okay, jetzt haben wir ein, das hört sich voll lustig an. Bam, 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 bam. Okay, jetzt legen wir es an, mit ihnen zu kämpfen. Hi. Okay, wieso kann ich ihm keinen Schaden machen? Aua. Okay. Ha! Oh Gott. Besiegt. Ah, ich finde das voll genial. Wulululululul. Ich bin der Damage-Dealer. Damage-Dealer in der Rüstung. Okay, erste Schuss eingesetzt, erste Tür geöffnet. Es sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Mal gucken, wie lange sich das hält. Solange wir Schwert halten, wird sich alles im guten Halten finden. Oh Gott, was ist das für ein Schleim und was ist das für eine coole Musik auf einmal? Die Musik gefällt mir echt. Oh Gott, geht weg, was ist das? Oh Mann, Schildkröten, oh Gott. Spring, oh Gott, das sind die Invasion. Was ist das für ein Schleim? Die Schildkröten tragen Sachen, ist ja, oh Gott, geh weg. Ich möchte nicht die Fackel haben. Vorher sterbe ich lieber. Und ich glaube irgendwie nicht, dass ich da rüberspringen kann. Scheiße, was soll ich machen? Ich muss nur kurz aus dem... Oh Gott. Aus dem Screen laufen, wollte ich sagen. Aber ich sterbe... Nein, ohne Witz. Mein erstes Let's Play fing mit Ghosts and Goblins an. Da habe ich die Fackel eingesammelt. Und damit war auch der Spaß schnell zerstört. Ach, ich sterbe lieber. Nee, ich möchte diese Fackel nicht einsammeln. Ohne Witz, Leute. Dadurch wird das ganze Spiel zerstört. Oh, Game Over. Scheiße. Nein, jetzt müssen wir alles von vorne spielen, bestimmt. Können so oft Continue machen, wie wir wollen, hoffe ich doch. Wenn ja, dann werde ich auch dadurch stehen. Ohne Safe Sets. Baba. Denn mein altes Motto war, Safe Sets are for Pussies. Und das möchte ich doch auch irgendwie noch weiterleben. Weil das stimmt auch einfach irgendwie. Irgendwie stirbt das. Oh Gott, irgendwo dann. Wow. Wie konnte ich das dodgen? Egal. Weiter geht's. Oh weh, da ist eine Fackel drin. Cool, Punkte. Für was wir sie auch immer brauchen. Ein Dingsbums. Da könnte... Oh, na, what? Mir ist nichts passiert. Oh Gott, jetzt passiert mir mal was. Oh, diese... Na, geht weg. Geht weg. Blauer Schleim, da laufen wir einfach mal mit Barfuß über. Lalala. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Oh Gott! Direkt in das Loch gesprungen. Okay, cool. Ja. Oh, wie hier fangen wir. Doof. Okay, komm her, Schildkröten. Oh Gott, ich muss immer wieder weiter zurückgehen. Oh Gott, da kommt es zu zweit an. Auf Paarungsmarsch. Stirbt. So, cool. Oh, gib mir aus dem Weg. Wir haben einen tollen Bart. Bam, bam, geht doch alle sterben. Nein, das ist so hier. Ist in einer Kiste mal. Oh Gott. Was? Ich hab. Konnte die treffen? Ey, sie geht zurück. What the fuck? Also, ist in einer Truhe mal ein Magier, ist in der Truhe immer ein Magier. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist, aber ich möchte das Schwert behalten. Mein Schwert! Oh Gott, was ist das denn? Okay. Klappen. Wir werfen mit Porzellantellern. Viel besser als das Schwert. Voll reingeschampt. Scheiße. Oh Gott, das Ding. Wir gehen hier einfach mal rüber und... Oh Gott, was? Noch ein... Falltüre. Falle nicht in die Falltüre hinein. Nein, das ist nicht gut. Oh, noch mehr Falltüren. Ah, aha. Käfer, geh weg. Käfer, geh weg. Käfer, geh weg. Käfer, geh weg. Ey, cool, die können wir schief werfen. Okay. Ein Grund vielleicht, warum wir diese Waffe auch mögen sollten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie schaffe ich das denn da rüber? So. Rüber. Oh. Fick dich! Das ist doch voll gemein, am Ende so ein Ding zu setzen. Aber dennoch schlau.
Oh Gott, jetzt mit dieser Waffe wieder durch, das wird einiges schwieriger. Oh Gott, sie ist stark. Wow, mit einem Schuss weg. Ist jedenfalls kein schlechtes Zeichen. Aber das Schwert war mir trotzdem lieber. Mann, no, ich vermisse es so. Okay, weiter geht's. Ach, die... Ah, die kleben so am Boden fest, wenn ich die so schieße. Wow, wow, wow. Das ist natürlich auch genial. Aber irgendwo vermisse ich doch das Schwert. So. Magier drinne. Oh Gott. Oh, gut, wir wurden nicht verwandelt. Denn dann wären wir bestimmt wieder nur ein krabbelndes Baby gewesen oder so. Oh, ich mache jedes Mal denselben Fehler, ist ja unglaublich. Ich zeuge Intelligenz. Ich zeuge Intelligenz, what the fuck? Weiter geht's lieber. Oh, die Musik ist toll. Okay, ich habe diese komplexe Anreihung. What the fuck? 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 Der Tod an einem Rad gebunden hat uns schließlich doch in die Festen des Continuous gebunden. What the fuck? Wir fangen aber hier wieder an. What the fuck? Miau! Miau! Okay, weiter geht's. Machen wir das eben schon schnell und dann will ich auch schon den Part beenden. Denn ich nehme schon bestimmt länger auf, aber da die Zeitspanne jetzt sowieso verlängert wurde bei YouTube, ist es auch ziemlich egal. Ob ich jetzt 10 Minuten aufnehme oder nicht. Was ich sehr cool finde, weil ich irgendwie ziemlich oft mehr als 10 Minuten aufnehme. Weil ich mir immer denke, dass ich die 10 Minuten ausnutzen muss und das übernutze ich dann immer. Quasi. Miau. Quack. Ne, da ist nur der Magier drin. Stirb. Oh Gott, das Level ist erst das zweite Level und es nervt schon so ziemlich so sehr. Oh Gott, ich fang... Nein, wie blöd bin ich eigentlich, verdammt. Jedes Mal, letztes Mal war da mal was gewesen. Oh Gott, da ist er noch. Ja, ich weiß. Hier rüber und dann da lang gehen und dann hier rüber und dann da rüber und dann hier und dann war und so schon wieder da. Yay. Oh, was da? Oh, cool, neue Rüstung. Ey, die gibt's hier schon? Das ist ja genial. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich das auflade? Power Shield. Cool. Oh Gott, jetzt bei hin. Oh Gott. Oh Gott. Ey, was soll der Scheiß? Ich bin doch schon... Ich sag nichts. Okay, Totenköpfe hier. Ey, Firebrand. Okay, Firebrand ist tot. Das war ja mal ein ziemlich mickriger Firebrand. Okay, was ist jetzt los? Es bebt hier irgendwie komisch. Oder kommt es nur mir so vor? Okay, es brennt hier auch alles jetzt. Oh Gott. Okay, ich laufe einfach mal weiter und ich bin tot. Scheint lustig zu werden. Hust, hust. Yeah, neuer Checkpoint. Also Leute, das nächste Mal geht's hier weiter. Wird bestimmt Affen komisch. Mit draußen.